Ganz herzlich willkommen bei der 67. Internationalen Automobilausstellung mit unserer Rubrik Supercars und unserem Partner First Class Zoll Service. Ich stehe hier vor einem Geschoss, das ist der McLaren 570S Spider. Also ein Wagen aus Woking in England, aus der Nähe von London. Ein echtes Geschoss, ein Blickfang auf dieser 67. IAA, auch wenn er mit der Variabilität eines Zuffenhausener Sportwagens aus dem Hause Porsche noch nicht ganz mithalten kann. Aber einer unserer Supercars bei dieser IAA. Freuen Sie sich auf mehr hier bei uns. Eine der Marken, für die die Fans hierher nach Frankfurt strömen, ist Porsche. Und mit dem 911 Turbo S Exclusive Series, so wie wir ihn hier sehen, ist ein besonders spektakuläres Exemplar zu sehen. Insgesamt ein 6-Zylinder-Biturbo-Motor, 3,8 Liter Hubraum und ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe hat Porsche hier verbaut. Audi R8 Spider V10 Plus, das ist der offizielle Name dieses Wagens, nämlich neben dem ich hier stehe. Ein echter Sportwagen und eine super schöne, spektakuläre Farbe. Micromata Grün heißt die Farbe. Wer sich von euch ein bisschen auskennt in Zoologie, der weiß, das ist der Name für eine Huschspinne. Die Farbe gibt es übrigens nur für dieses Fahrzeug im Exklusivpaket. Dieser Audi wird angeboten ab rund 247.000 Euro. Was sagt übrigens das Plus im Namen der Fahrzeugbezeichnung? Das heißt unter anderem ein Plus von 70 PS, also 710 statt 640 PS werden hier geboten. Lamborghini, das ist auch so einer dieser Namen, die Träume wahr werden lassen. Das hängt mit der Performance im wahrsten Sinne des Wortes zusammen, also Leistung satt bei allen Modellen, die hier angeboten werden oder vorgestellt werden auf der IAA 2017. Der Aventador Roadster beispielsweise hat 740 PS zu bieten und sehr viele Individualisierungsmaßnahmen im Rahmen des Pakets ad personam. Eine Marke, ein Name, Emotion pur, Ferrari. 70-jähriges Jubiläum feiert Ferrari in diesem Jahr 2017 und ist natürlich wieder prominent hier auf der IAA vertreten. Zum Beispiel mit einem Portofino, in dem ich hier gerade Platz genommen habe. Der Portofino ist der Nachfolger vom California T, ein Coupé bzw. ein Cabrio, wie Sie sehen können. Das ist nicht mehr selbstverständlich. So viele Cabrios gibt es nicht auf der IAA zu sehen, aber der Portofino, hier in klassisch rot lackiert, ist der Nachfolger, habe ich gesagt, vom California T, setzt 40 PS obendrauf, erreicht eine Spitze von 320 Stundenkilometer, wird also optisch als auch technisch als auch bezogen auf die Geschwindigkeit die Herzen vieler Ferrari-Fans erobern. Eine italienische Nobelmarke, die lange vor Ferrari in der Formel 1 für Erfolge und Furore sorgte, ist Maserati. Maserati ist Stammgast auf der internationalen Automobilausstellung, so auch in diesem Jahr hier in Frankfurt am Main. Beispielsweise mit dem Quattroporte, beispielsweise mit dem Levante. Nach den Supercars bei den italienischen Marken sind wir jetzt bei Honda, also einem echten Supercar aus Fernost, der NSX. Ein Klassiker auf der Straße, ein Klassiker im Motorsport. Hier auf der IAA bin ich auf dem Weg zum Ford Mustang bei Ford. Und wen sehe ich da? Ein Mann, der eigentlich Corvette-Fan ist. Holger Hille, der Mann hinter First Class Zoll Service. Gerade stehen Sie hier an einem Lego-Mobil, aber wir stehen gemeinsam vor dem Ford Mustang. Ich bin wirklich baff. Sie sind doch eigentlich Corvette-Fan, oder täusche ich mich? Ja, das ist richtig. Ich war auch eine Corvette privat, aber man muss auch mal gucken, was die anderen machen. Und da kann man sich schon mal Inspiration holen fürs nächste Mal. Inspiration aus technischer Sicht oder mehr von der Optik und vom Sound her? Von der Optik und vom Sound her natürlich auch. Die Technik interessiert natürlich auch bei der ganzen Sache. Tuning ist nicht gleich Tuning. Es gibt Tuning in verschiedenen Ausprägungen und in ganz unterschiedlichen Bereichen eines Automobils. Zum Beispiel den Motor, zum Beispiel die Optik, das Design oder auch das Interieur eines Fahrzeugs. Tuning gibt es vom Werk aus bei den großen Herstellern wie BMW, Mercedes oder Audi und von privaten Firmen, die sich dem Tuning-Bereich speziell verschrieben haben. Das zum Teil schon äußerst erfolgreich seit Jahrzehnten. Einer der bekanntesten Namen im Tuning-Bereich ist der Name Alpina. Das klingt in den Ohren der Fans hervorragend, denn Alpina ist seit Jahrzehnten ein erfolgreicher, bekannter und spektakulärer Tuner von BMW-Automobilen. Aktuell haben sie den schnellsten Touring-Diesel auf dem Markt weltweit, wohlgemerkt, mit 2388 PS und einem Sprint von gerade mal 4,4 Sekunden von 0 auf 100 Kilometer pro Stunde. Das ist der Alpina D5S, neben dem ich hier stehe. 2388 PS heißt aber auch,
den gibt es nicht schon ab 30 oder 40.000, sondern Einstiegspreis ab 88.000 Euro. Das Thema kommt zu Konzeptfahrzeugen. Was sind Konzeptfahrzeuge? Das sind solche Fahrzeuge, die in keine feste Kategorie passen, bei denen sich die Hersteller bzw. die Ingenieure einfach mal austoben und das probieren zu zeigen, was sie sich für die Zukunft vorstellen. Und hier wird wieder einiges in dieser Hinsicht präsentiert auf der IAA. Hinter mir steht der John Cooper, der Mini John Cooper Works Grand Prix Studie, so ist der lange, komplizierte Name, aber ein schicker Name, denn John Cooper steht für höchste Leistung im Motorsport und auf der Straße. John Cooper war ein Brite und mit seinem Namen wurde bereits der Australier Jack Brabham 1959 und 1960 jeweils auf einem Cooper Climax Formel 1 Weltmeister. In den 60er Jahren gewann Mini Cooper zum Beispiel zweimal den Rallye-WM-Lauf in Monte Carlo. Bis heute gilt John Cooper der Name einfach für höchste Ansprüche, für höchste Leistung im Motorsport und auf der Straße. Deswegen dieser Studienname nicht von ungefähr. Danke an First Class Zoll Service, unseren Sponsor für die Rubrik Supercars. Wir wollen uns verabschieden an dieser Stelle, aber noch zwei Blicke werfen hier auf der IAA auf zwei interessante Wagen, die euch sicherlich sehr gut gefallen. Einmal von Mercedes die G-Klasse, zum anderen vom japanischen Nobelhersteller Lexus den LX570. Viel Spaß beim Zuschauen, bis zum nächsten Mal hier bei nachspielzeit.rocks. Ciao.